Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend euch wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement, das wir finden können unter Erkunden und dann War Within. Und hier haben wir den Erfolg Wurmtheorie und für diesen müssen wir folgendes machen. Schließt in Rakusch und den Wurmlanden folgende Quests ab und das sind drei Stück. Ansturm auf Nahrung, Welt der Wurmkraft und entwurmt, versiegelt, geliefert. Und dafür gibt es dann auch eine Belohnung, oder theoretisch gibt es eine Belohnung. Und das ist einmal das Haustier kleiner oder kleinen Knochenkauer. Und ja, das Haustier gleich schon mal vorweg ist am Anfang jetzt hier anscheinend irgendwo verbuggt. Also heißt, das gibt es aktuell nicht. Kann sein, dass bis das Video rauskommt, das Blizzard es hingekriegt hat. Aber es scheint eins der vielen Sachen zu sein, die aktuell nicht funktionieren. Gut, was müssen wir jetzt hier für Quests machen? Es sind keine normalen Quests, sondern es sind World Quests. Und die befinden sich alle in der Zone Rakusch und die ist einmal in Ashkahet. Und zwar hier unten in dem Bereich. Steht auch auf der Map hier, ne? Rakusch. Und da müsst ihr quasi auf so einer Wurmfarm alle möglichen Sachen machen. Um diese World Quest freizuschalten, müsst ihr einmal die Level-Kampagne hier in der Zone abgeschlossen haben. Also die muss fertig sein. Und dann müsst ihr noch ein weiteres machen und zwar wöchentlich könnt ihr einmal hier im Lager das Nest der Weberin, ne, hier auf den Koordinaten 55, 41, euch für einen Pakt entscheiden. Und ja, ihr habt dann immer die Auswahl zwischen der Weberin, General und dem Visier und die bringen euch bestimmte Bonis, beziehungsweise die haben ja auch in allen eigenen Rufbalken und je nachdem welchen ihr auswählt, kriegt ihr halt für den extra Ruf. Es ist relativ egal für die World Quest, welchen ihr auswählt. Ihr müsst aber einen auswählen. Erst wenn ihr einen ausgewählt habt, dann werden euch hier unten die World Quest auch angezeigt. Wichtig ist, es kann halt dauern. Ich habe bis zur letzten World Quest 3 Wochen gewartet, bis sie endlich ab war. Also es kann teilweise ein paar Wochen dauern, bis ihr alle World Quests mal hattet. Die sind meistens 2 bis 3 Tage am Start. Im Optimalfall schaut ihr halt, nehmt ihr den, spielt die Level-Kampagne durch, nehmt jede Woche den Pakt hier an. Und schaut dann alle 1-2 Tage mal, ob die richtige World Quest hier unten am Start ist und erledigt die. Und ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Ihr müsst halt da so ein bisschen Auge auf die World Quest legen. Wie gesagt, es ist ein bisschen blöd, dass hier Quest drin steht und nicht World Quest. Und zusätzlich ist es halt aktuell ein bisschen blöd, dass das Pet halt nicht als Belohnung gibt. Also da scheint mal wieder bei im Hause Blizzard wieder quasi was nicht so ganz zu stimmen. Aber gut, ich denke mal, in ein paar Wochen wird man es dann hoffentlich per Post zugeschickt bekommen, wenn das Ganze gefixt wurde. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.